Moin, moin, Mensch Midgards. Wie ihr schon seht, also zumindest der aufmerksame Zuschauer, Escape Simulator, wieder die üblichen Verdächtigen mit M. Oh, ja, na klar. Wir haben alle ein M drin. Ja, So, ja, heute mit Kidnap Part 1 und vielleicht auch noch Part 2, je nachdem, wie schnell die Dinger gehen. Attacke! fünf Minuten pro brauchen wir. Nicht gucken, suchen. Was? Nicht gucken, suchen. Warten auf andere Spieler. Nee, bei mir stand gerade nicht gucken, suchen. Oh, die Mucke. Oh nein. Oh, Die schon Melodie, früh. die ist bestimmt schon wieder urheberrechtlich geschützt. Oh, mach Ton aus. Pimmelt wieder irgendwer rum. Oh, hier ist ein Buch mit einem Hinweis dran. Hier sind Kerzen als Schlüssel markiert? Ja, nur deswegen nehme ich sie mit, den Rest nehme ich deswegen nicht mit. Oh Gott, hier ist nochmal ein Brief, eine Hier Zeitung ist und noch ein. ein Flugzeug als Ding markiert. Ein Bild als Hinweis markiert. Oh, guck mal, hier ist so. Okay. Hier sind Karten, eine 7, eine 8, dann ist das eine Herz 6. Oh, ich habe hier ein Bild bewegt. Macht das Ja, was? das. Ja, nur hin und her schieben. Warte mal, wenn das Herz hier eine 6 ist, dann ist bestimmt die rote Herz hier unten eine 6. Oh mein Gott, man sieht bei dem Schloss ganz schlecht, wo eingerastet ist. Oh, das ist noch blau und grün. Guck mal da, das ist ein blauer Würfel. Ich frage mich bloß, welche Seite. So. Vielleicht die schwarze ist, eine 2? So, haben wir noch was Grünes? Hier ist was Grünes. Antibiotika, ne, es zählt bestimmt nicht. Warum kommt hier rein? Den Würfel habe ich jetzt hier reingemacht an der Wand. Okay. Komische Gegenstände hier. Okay, die Kombi funktioniert nicht. Also ich habe hier ein Gemälde noch mit Blümchen hier, mit Sonnenblumen. Damit irgendwas Oh. machen. Ich habe ihn in der So, Hand. in der Hand. Dann Kannst habe du den ich. Schraubendreher an den Brettern benutzen hier? Habe ich Mary? hier so eine Flugzeugtrophäe? Ah! Mann! Hä? Mich ist doof? Jetzt so. Ich habe Kerzen. Nee, kann man nicht. Kann man den überhaupt irgendwo verwenden? Hier ist noch ein Zettel. Kann jemand mal gucken? Was ist mit der Zeitung? Habe ich noch? Ich habe halt noch ein Buch, aber das geht halt Was ist nicht was mit auf. der Uhr? Was für ein Zettel? Ich habe ein Hier. grünes Buch mit einer 5 drauf. Da der jetzt so hochkant liegt. Nö. Also es geht da um dieses Flugzeug, Flugzeugfigur oder Souvenir. Vielleicht rot, doch die neun? Ach nee, weil die ja vorliegt, ja. Hat der blaue Würfel, fehlt ihm vielleicht irgendwas? Ja, der zeigt hier eine 2 an. Aber hier steht ja auch plus, hier fehlt ja noch was, plus 2. Weiß nicht, ob hier vielleicht noch was fehlt. Kann man das Bild, kannst du das Bild mit Blumen hier reinmachen? Da vielleicht? Nee. Ach du Scheiße. Oh Gott, man muss bei dem Blumenbild aufpassen, sonst sieht man das nicht mehr. Hier, wenn ich das so hinstelle, geht's, aber wenn's umfällt, ist schrecklich. Ich habe keine Ahnung. Ah, man sieht Blaue nichts. 2, das Buch hatte eine grüne 5. Und bei Herz würde ich sagen nur 6, aber irgendwie funktioniert das nicht. Oh, jetzt mal weg. Nee.
Nee, keine Ahnung. Ich stelle jetzt mal hier ein paar Objekte hin. Ich habe hier halt noch ein Flugzeug, ich habe hier noch Kerzen, die beides irgendwie als Schlüsselgegenstände zählen. Ja, vielleicht später noch oder so, müssen wir vielleicht mitnehmen. Was steht denn hier unten, den kleinen Zettel, oder ist bloß Deko? Was ist bloß Deko? Und was steht auf dem Zettel? Oh Gott. Meine Erinnerung ist... Dass die Erinnerungen schlecht sind. Oder ja, diesen Tag, oder? Da geht's um dieses Flugzeug. Was Andy hat, glaube ich. Eine Kabine öffnen? Stehen wir ein bisschen öfter. Hier, ich könnte das Flugzeug draufstellen hier. Auf diesen Stern. Und nu? Ach, guck mal, hier ist noch ein Zettel. Blaue 4. Aber hatte ich da auch schon ausprobiert? Hey, ich dachte, blau ist eine 2. Oder 4 plus 2 sind 6. Blau 6. Es wurden 4 Leute gekidnappt. Quasi 665. Warte mal, wir haben eine grüne 5 auf dem Buch hier, ja, wo auch immer das Mitarbeiter hin ist. Sicher. Oh, das hab ich. Ja, da ist die 5. So, wir haben eine blaue 4. Ja. So, eine blaue 4 und eine grüne 5. Aber ich das vorderste schon alles durchgegeben. Auch mit blau 6 oder 4? Muss man da unten in diese Farbe vielleicht noch was reingeben? Wie ist denn das eigentlich mit dem Würfel da entstanden? War der Würfel da schon... Ja, guck mal. Da ist doch 6. Also blau ist definitiv 6. Nee, ist das blau, ja. Ja, irgendwas ist, weiß ich nicht. Oder ist grün? Soll das grün? Hä? Keine Ahnung, ich habe jetzt vorne rot durchprobiert und rot ist irgendwo eingerastet und hat gesagt, fuck, geh auf. Aber hat jemand was da drin gefunden? Ein Brechstange, jetzt können wir durch die Tür. Ach so. Na, die 9, also doch die 9. Ich nehme mal diese Gemälde hier mit dem Blumen drauf. Hier ist noch einmal eine Karte. Ja, die 9 war's. Nicht die 6. Hier. Achso, okay. Hier ist nochmal ein Schlüssel. Koffer 13. Mit zwei roten Rosen. Jetzt ist in der Ecke rote Rosen waren immer seine Lieblingsfarben. Gelbe Sonnenblumen sind sehr einfach. Ist die Second, also seine zweite Lieblingsfarbe. Also erste also Zahl sind die Anzahl der roten Rosen. Das ist eine 2. Warte, eine 2. Ist das hier? Gott. Ich kann es nicht sehen. Alter. Kriegst du das hin da? Wo denn? Selbst wenn du dich. Na, hier vorne. Hä? Hey. Aber das erste ist eine 2. 2. Die Sonnenblumen waren noch eine 5, ne? Ja. Und weiter? Daisy, wie heißt das? Löwenzahn? Habe ich aber noch nicht gesehen. Irgendwas, also Daisy, ich glaube, es ist Löwenzahn. Ja, aber ich habe... Der weiße Gänseblümchen meine ich. Weiße Gänseblümchen ist die dritte Zahl. Ja, aber ich habe noch gar keine gesehen. Jetzt haben wir die durchtestet, funktioniert das schon so nicht. Okay. Hast du noch den Schraubendreher? Ich hatte gar keinen Schraubendreher. Na, mach ich ja deinen. Gib mal her. Warte. Oh, ich leg ihn hier hin. Vielleicht müssen wir die noch finden. Ich hab noch einen Vorschlaghammer gefunden. Boah, kann man hier irgendwas kaputt machen? Ah, da, hier ist ein... Ja, ich kann hier diese Tür einschlagen. Was kannst du einschlagen? Die Tür hier. Dann schlag mal hin. I'm gonna need something that has more of a punch.
Mhm. Für manche Sachen braucht man mehr als einen Schlag. Hey. Jetzt habe ich hier die Tür umgekloppt. Ja, da liegt ein Schlüssel. Oh Gott, was mit ihm passiert? Umgeht's. Hier sind die. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh Gott, krieg ich das hin? Dead. Gibt's hier Buchstaben mit Dead. Okay. Ich weiß nicht, was das sein soll. Man könnte das Bild nach oben schieben. Oh, es ist so runtergefallen. Ja, kannst du irgendwie alle Bilder verschieben. Knock, knock. Noch mal... Eine Kerze habe ich hier. Oh. Dead. Damit habe ich die Tür jetzt aufgemacht, das Klo hier. Mit was? Achso. Mit dem Ding. Ich habe hier noch eine Kerze. Ja, hier ist schon eine Kerze drin. Oh, hier ist ein Leck. Hä? Hey. Ach, da oben ist noch rum mit Flüssigkeit. Hm. Raum war so wert. Das Schlimme ist, wenn ich das so sehe, habe ich wieder Bock, fast selbst einen Raum zu machen, ey. Oh, dann sitzt du doch hier wieder Tare. Ja, mach ich wieder Nächte durch. Ja. Und jetzt sind nicht nur meine Räume an sich geil, aber die Mechanik des Spiels kriegt's nicht geschissen. Weil das, sobald man was mit Bewegung macht oder sowas, das Spiel nicht mehr synchron läuft. Nur für Spieler 1. Das ist so schade. Ja, du hast auch noch eine Katze, Markus, ja? Ja. Ich habe auch noch, ich habe auch zwei, aber ich weiß nicht, wohin damit. Vielleicht klärt sich das ja noch. Ah, hier kann man die Kerzen einrasten lassen. Ah, okay. Ohne irgendwie einen Hinweis, außer dass da zwei Kerzen links und rechts sind. Kommst du mit deiner Katze? Da. Oh. Ich habe hier noch ein anderes Kerzenpaar gefunden. Hä? Noch mehr? Doch, ja. Der Hinweis ist das Bild. Ah, jetzt so. Ach, gucke. Hinter dem Bild steht 1, sogar 3, eine 2 legen. Was? Was war das? 1, 3, 2. Alchemie-Rezepte. Ja, und okay. Ist ein Buch. Kannst du nichts machen, oder was mit dem Buch? Wo ist denn hier die... Hier irgendwo rein? Ja, hier ist ein Platz, wo es reinkommt. Cool. Das war's schon. Mhm. Ja, war okay. Ganz nett. Kleiner Raum. Ja, war doch okay. Reicht doch 5 Minuten. Du hast recht. Viel länger war das nicht, oder? So, Kidnap Part 2. Ja, ich hab's vergessen anzudrücken. Ah. Ja, warte. Einmal mit Profis arbeiten. Nur ein einziges Mal. Part einmal mit zwei. Profis. Profis. Warte. Da. Ja, tut mir leid. Warte, er lädt, er lädt. Er lädt. Ah, dein Mikro ist scheiße. Ja, ich war... Nee, es war übersteuert. Achso. So laut. Ah, ich kann starten. Ja. Nicht gucken, suchen. Du kannst einige Gegenstände in den Levels anheften. Genau, das stand vorhin bei mir auch. Nicht gucken, suchen. Ich fand das geil. Nicht gucken, suchen. Warten auf andere Spieler. Sag ich mal nächstes Mal zu einer gewissen Person, wenn sie nichts findet. Nicht gucken, suchen. Welcome to Kidnap Part 2. Wow. If you have not played Part 1 yet, press the button below for the workshop link. Introduction. You managed to escape your captor's basement, but now you find yourself in an even more, was, perplexing situation. It has gone from bad to worse.
Now you must work to solve more puzzles in an attempt to escape the house for good. Übersetz es doch gleich, wenn es liest. Do you have what it takes? Use light switches to see better in the dark. Mit Lichtschalter soll man hier spielen jetzt, aber was? So, ja. Der Grüne zum Starten, aber was? Na denn? Render. Da steht aber Red Button. Na denn? Wo ist der Lichtschalter? Keep out. Keep out. Hä? Was ist denn das hier? Who keeps touching my key paint? Aha. Merkwürdig erstmal, hier geht keine Tür auf. Ich hab Angst, mich zu verlaufen, jetzt schon. Das sieht gleich aus. Hier gibt's Schuhe. Hier da. Das Gemälde bringt auch nichts. An der Decke ist hier eine Tür. Aha. Quasi zum Dachboden. Ich kann rausgucken. Ich sehe drei Schädel. Links einen roten mit einem Balken. In der Mitte einen blauen mit drei Balken. Und einen gelben mit vier. Auch drei Balken. Nee, vier. Ach, mit vier, ja. Hab ich mich verguckt. Das kann man nicht markieren. Eins, drei, vier. Oh, ich habe hier ein Bild abgehoben von der Wand. Nein! Ja, kannst du nicht. Ach, die kann man ummachen. Guck mal hier, eins so, eins so, eins so. Ah. Müssen wir rausfinden, welches wohin muss. Wahrscheinlich. Ach, gucke. Hab noch eins. Ein Rack? Ach, das ist bestimmt nur schön. Ich habe hier ein Buch mit einer 4 drauf. Ich steck's mal ein. Ich stecke es ein. Hier liegt ein Zettel. Ich kann nicht... Hier unten ist ein Schlüssel drin. Lol, das ist ein Kuima. Ja, aber kannst nicht ran. Oh, ein Springer. Ich habe hier einen Springer mit einem grünen oder ein Pferdchen, so eine Schachfigur. Oh Gott, hier gibt's schon wieder eine Weinflasche mit einem Hinweis dran sozusagen. Ich habe die Schachfigur ja. Mal auf dem Küchentisch. Hier müssen wir Weinflaschen sortieren anscheinend. Ich habe hier nochmal 1955er Poillack Rotwein. Ja, der muss denn hier mit hin. Ich habe hier einen Lappen. Das ist ein Schlüsselsymbol dran. Ah, haben wir drei Weinflaschen? Nee. Hier ist anderes Bier, ne? Das ist anders ja, als Bier, ja. Hier ist so ein Schlüssel, also schlüsselmäßiges. Ja, wir haben also hier was mit, ne, hier was mit Gemälde. Ach so, wir haben schon drei Gemälde gefunden. Und die Reihenfolge stimmt wohl nicht, wa? Aber kein Hinweis, auf welche Reihenfolge. Ich habe noch nichts gefunden. Hat jemand schon mal im Kühlschrank geschaut? Ja, aber da war nichts. Also ich habe nichts gesehen. Achso, ja, die Gegenstände, ja, stimmt. Keine Ahnung, ich habe bei den Melde gerade mal ein bisschen rumprobiert. Oh, ja, hast du geschafft. Ach Tür so, ist offen. Muss irgendwas richtig gemacht haben, sagst du. Ja. Das war das Geräusch dazwischen. Hier ist der. Hier ist noch ein Wein. Mit einem Schlüsselsymbol. So. Ich glaube, der Rest ist, glaube ich, nur Deko, ne? Ja. Alles andere hier drin ist Deko. Ja, gut. Die Weinflasche habe ich schon hingestellt. Jetzt muss man bloß so. Ja, aber ist trotzdem doof mit dem Bild. Ich habe jetzt einfach durchgetestet, ja. Ja. Weil die drei Melde ist halt kein Problem an sich. Ja, aber ich finde es trotzdem mal doof, wenn man es macht ohne Hinweise, falls es Hinweise gibt. Das meine ich, wisst ihr? Ja, klar. Aber wenn das Spiel das möglich macht, weil die Rätsel so simpel sind, dass ich einfach durchtesten kann, dann... So, hier können wir ja alles auf den Tisch legen. Hier ist eine Notiz. Hier ist die zwei Gegenstände noch. Ach so, am Kühlschrank unten ist ein Schloss. Habt ihr schon gesehen? Der Tiefkühler ist. Bestimmt. Ist noch nicht. So mit den Weinflaschen? Ja, ich habe noch ein Buch mit einer 4 drauf.
Weinflaschen haben auch keinen Hinweis bisher, oder? Vielleicht groß nach klein. Ach Mann! Wie wir hinten haben. Ja, ich hab einfach. Hab einen Schlüssel. Wo? Liberty. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Mal gucken. Ja, hier. Ab in die Bibliothek, ich hab ein Buch mit einer 4. Ja, dann wird's hier irgendwas sein, wa? Ja, hier sind drei Zahlencode. Hier ist ein Schloss. Ja. Da ist ein Schloss. So, Bücher. Oh, hier. Oh, guck mal. Hier ist das Schädel, bitte. Red Keycard, Requirement. Oh Gott, vor. 1, 3, 4. Was? 1, 3, 4. Wie bist du drauf hier gekommen? Na, du hast doch den Schädel hier aus dem Schrank genommen. Mach mal 1, 2, 4. Wo steht denn hier 1, 3, 4? Na, gib das mal in die Kiste ein. Ja, aber warum? Ich verstehe nicht, warum. Ja, weil der Schädel da im Schrank war, so als kleiner. Probier einfach mal. Hast du gemacht? Mhm. Ach, schade. Hätte sein können, dass der Schädel schon als Hinweis gilt. Hattest du nicht gesagt, du hattest ein Buch mit einer Zahl drauf? Mhm. Ich habe ein Buch mit einer 7 drauf. Die liegen gerade dort. Okay. Ich habe gerade auf den Tisch mitgepackt. Ja, ich versuche hier gerade rauszufinden, was man hier noch nehmen kann oder Hinweis. Was? Please order my books property. Probably. Was? Ach Gott. Place for book. Name Kelly from lowest to highest. Bücher oder einsortieren. Wieder das Harry Potter Buch. Aber wo muss ich die einsortieren? Das weiß ich auch noch nicht. Hier oben kann man welche reinklatschen. Wo? Ach, da. Ja, da habe ich die 19. Warte mal. Und. Das andere Buch geht nicht. Ah, da. Und die 7. Ach, da ist die 26. Die Bücher müssen alphabetisch geordnet werden, ne? Na, keine Ahnung. Ich habe die so reingemacht, dass die haben automatisch. Die Namen? Nee, aber Farben: Gelb, Grün, Schwarz, Rot. Ja, die müssen numerisch geordnet werden. Ne? Hm. Vielleicht ist das jetzt auch richtig so und das heißt einfach nur gelb, grün, schwarz, rot irgendwie. Ja, aber wir haben nichts mit Farben, nichts mit Vierzahlen. Ja, da hinten ist noch was, guck mal. Was steht denn da? Ich habe auch noch Schachfiguren. Error, red keycard required for entry? Was ist mit der roten Schlüsselkarte? Ja, ich weiß für eine rote. Irgendwas ist noch verschlossen, darum. Die Schachfigur? Hier lag noch eine Schachfigur? Ich habe die Schachfiguren. Achso, ich habe nämlich hier noch eine gefunden als Schlüssel. Oh, hier ist ein Blutfleck. Ja, keine Ahnung, was hier noch ist. Ich habe das Buch jetzt aus dem Schrank da. Wie hast du das jetzt gekriegt? Na, da war eine Anleitung. Da stand zuerst alle geraden und dann die ungeraden aufsteigend anordnen. So, okay. Hier sind noch zwei Schachfiguren, wozu auch immer. Ich weiß nicht, wofür das Buch jetzt ist, aber... Kein Schlüssel dran mit den Schachfiguren. Ich hab die in der Küche gelegt. Oder ich nehme die mal mit, bevor wir die vergessen. Ah, hier steht was. Man kann das aufschlagen. Buch. I name my victims after colors. Help me remember. I always been bad at remembering names. Blau, Rot, Gelb. Wo waren das jetzt? Hä? Hier. Blau 3. Litter in my lawn. 314. Ist denn irgendwo ein Code? Also zuerst 314, ja. Dann wird es der sein bei euch. Ja, hab's. Ja. Schlüssel für Glas, was? Also Glass Door Key. Warte, okay. Wo haben wir denn eine Glastür? Haben wir gar nicht. Aber probier's doch einfach aus. Hier sind noch drei Räume. Und der im Keller wird grün heißen.
Da hinten ist noch ein Raum. Hier hinten. Hä? Hä? Wo meinen denn die mit Glassdoor Key? Jetzt steht die ganze Zeit ein Mülleimer dran. Glassdoor Key. Was ist denn noch irgendwie versteckt? Vielleicht hier in der Bibliothek. Hier ist noch. Ja, hier. Habt ihr den Schlüssel? Ja, mach mal da auf. So, da oben, ja. Ja, das habe ich jetzt auch nicht vorgenommen. Copy 843. Warte. 8. Ja. Ist da eine Karte drin? Bedroom Key. Bedroom Keys. Eine Keycard oder? Nö, nee, Schlüssel. Schlüssel für die Tür hier nebenan. Wow. Das Badezimmer mit Blutanscheibe. Niemand schreibt was ins Das Bild sieht cool aus. Nee. Das sieht voll gruselig aus. Aber hier ist nix. Oder hat jemand was aufgehoben? Haben wir noch ein Brecheisen? Nee. Hatten wir hier eins? Am Anfang, ja. Das ist bald Kidnapped 1, ja. Markus, da, nimm mal mit. Jo. Blut wegwischen. Wo hast du denn den Lappen jetzt her? Na, den habe ich doch am Anfang gefunden. Hab doch gesagt, da liegt ein Lappen als Schlüssel. 8273. 8273. 8. Kühlschrank aus. 2 7 3, ja. Was ein Bild. Ach so, jetzt. Aber hier am Eingang, guck mal, komm mal her. Ein Bild mit einem Schlüssel. Also die Frage, ja, ach so. Okay. Mal Licht gleich anmachen. Hier sind Blumen im Kasten. Oh, hier ist eine Spielecke. Oh, ist das eine süße Spielecke. Cerelum Rebrum, rot und blaue Pflanzen. Da sind immer Schachfiguren, aber keinen mit Schlüssel dran. Trinity. Hier ist auch kein Buch. Hier ist das obere Schubfach, nicht nur das unterste, okay. Ja, manches habe ich auch schon gemerkt. Oh, hier ist immer ein Fernseher. Also der hat sich echt Mühe gegeben hier. Nicht schlecht. Aber ich habe keine Ahnung. Haben wir eine Fernbedienung? Nee. Ich habe noch keine gesehen. Hier sind wieder Schachfiguren. Vielleicht müssen die alle hier draufgepackt werden. Ich habe noch eine Schachfigur gefunden. Ja, wo denn? Guck mal, hier ist ein Hinweis. Ach, gucke. Ich sehe, ihre Füße sind da drauf. King of the Hell Board Game. Ja, keine Ahnung. Ich habe einen Bauern und einen König. Da. Der Bauer kann nicht schwimmen. Wo sind die andere Schachfigur? Was gibt's noch für Figuren? Ja, du hattest doch, glaube ich, noch eine, oder? Ich habe ganz viele. Nein, nur die mit dem Schlüssel dran, nicht alle. Der Bauer kann nicht schwimmen, der muss erstmal dahin. Ah, hier. Ach so. Und das Pferd. Was mit dem Pferd? Ein König oben und ein König unten. Wir brauchen hier noch einen König. Ich habe aber alle nachgeguckt. Ich habe keinen weiteren gefunden. Ich denke, der Rest passt. Wir brauchen, glaube ich, noch einen König hier unten. Es fehlt hier irgendwo noch einer. Also wäre mein Tipp. Ich habe gerade einen Blinken sehen hinter dem Schrank. Hier hinten? Hier. Nee. Hier. Hat gerade eine Schachfigur aufgeblinkt. So zweimal. Hä?
Wie aufgeblinkt. Naja, als wenn sie da stand, wie durchsichtig so und einfach nur da weg, da weg. Nicht, dass der hier zum Verschieben geht und die steht dahinter? Ja, weiß ich nicht. Warte mal, können wir nochmal durchgucken, wo hier. Schwierig gerade schon wieder. Verdammt. Ist das denn die Kerze eigentlich aus? War die schon immer aus? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Ihr habt alle Schachfiguren mitgenommen, ja? Hier sind nirgendwo welche mehr. Ist hier noch eine? Nee. Die auf dem Boden lang hast du wieder alle mitgenommen. Dann da oben noch eine Tür. Vielleicht fehlt irgendwo noch einfach eins, ja. So nochmal. Wo ist jetzt der Raum hin? Ach, da. So, das ist es nicht. Auch nicht. Ich bin gerade völlig nutzlos. Das sind wir gerade alle. Nee, das sind alles Läufer, 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 Bauer, Turm, Turm. Noch ein Turm. Na, wenn ich hier das Bücherregal verschiebe, dann passiert irgendwas. Ja, ich sehe ja nichts. Ich habe keine Ahnung gerade. Gibt's mal irgendwie ein Schloss, was geknackt werden muss? Ja, hier eine Truhe, wo die Kinderecke ist, aber das Wie wird wahrscheinlich. Wie viel stelle ich? 3. Kannst du 843 eingeben? Nur als Set. 8. Buch ja. Auf der Rückseite oder was? Nee. Ich glaube, das hat mit der Schach hier zu tun, wa? Cerelium rubrum. Irgendwie steht hier noch inner, hat sich extra Pflanzen als Mühe gemacht. Wozu? Wozu, ey, scheiße. Das hängen wir ja total. Hier ist die Glock. Okay. Ist hier irgendwas? Geht einfach noch eine schwarze Königsfigur oder so, oder nicht? Tja, aber hier ist nichts mehr. Es fehlt auch ein Schlüssel. Scheiße. Gibt es noch eine andere Uhr, wo eine Schachfigur drin ist?
Ist eine Lampe? Eine Tischlampe mit einem Schlüssel als Schlüsselsymbol? Hier die Lampe? Kann man die vielleicht irgendwo hinstellen? So war dieses Buch hier 843 eigentlich. War das für da drüben, ja? Ja. Scheiße. Ist hier nicht irgendwo noch so eine Kackstatue? Also beziehungsweise so eine. Ach Mensch, scheiße. Irgendwo wird doch noch eine scheiß Schachfigur sein. Das mit der Lampe nicht. Was ist denn das für eine, so eine Tischlampe hier? Einfach eine normale Tischlampe. Aber oh, die hat ein Schlüsselsymbol halt rein. Das ist so das, was so verwirrend ist. Irgendwie fehlt mir jetzt doch gerade jeglicher Hinweis. Ja. Ah, ich bin gerade völlig planlos am Rumlaufen. Ja. Ist gerade zur Kacke. Aber sind war es doch eigentlich ganz schön, verstehe ich jetzt nicht. Weiß auch nicht, ob wir gerade zu doof sind, ob irgendwo was nicht getriggert ist. Ja. Ich frage mich, warum diese Lampe hier. Die vielleicht irgendwo ein. Nee, das ist gerade ein bisschen blöd. Hat nur irgendwer was im Inventar oder so? Vielleicht übersehen? Ich habe gar nichts im Inventar. Ich habe Müll gerade noch da und hätte die Lampe. Wo ich gerade Die nicht Uhr weiß, hat wohin. gesagt 2:45 Uhr. Da ist die grüne Oh nein. Königin. Ach Mensch, ja, gut. Ach Okay. so. Und jetzt? Jetzt ging die Tür auf. Welche? Ach, die hier. I can't get the power in this room to work. Do not touch. Ach, oh! Was denn? Na, da ist Strom drauf. Ja, du bist doch der Elektriker. Kann das nicht. Was soll ich da jetzt machen? Plopitis. Er dreht das ja auch nicht so, wie ich das will. Ah, ich habe die rote Keycard. Für das Buch Bücherregal. Ich habe einen Schraubenzieher gefunden. Ich habe noch einen Raum gefunden. Da in der Bibliothek. Okay, warte, wo waren die? Und Wow, unten drin. okay. Hier kommt die Kerze, die Lampe hin. Wo denn, wo denn, wo denn, wo seid ihr denn? Oh, ist das Buch Hey, wie seid angehoben? ihr denn da hingekommen? Weiß ich nicht, wie Markus das hier aufgekriegt hat. Hey, Na, ich hab. wo seid ihr denn hingelaufen? Hier in der Bibliothek. Hier am Arsch der Welt. Wie hast du das aufgemacht? Da war so eine Keycard an so einem Buch So, oder die so. Keycard, stimmt. Die habe ich da irgendwo rausgezogen in dem Raum, wo du da warst. Habe ich die Keycard mitgenommen und dann. Ja, und ich habe die Lampe hingestellt, die Okay, musste da hin. okay. Kleiner Krug. Was in der Wand ist nur Deko. So, was war in den anderen Räumen noch drin? Wo waren das? Ja, dieses Buch ist halt der. Ich weiß nicht, was man damit machen soll. Ob man das hier auch noch irgendwo reinstecken kann oder ein anderes Regal noch.
Die Lampe ging aber genau dahin aus. Ja, die hat da eingerastet. Ja, jetzt könnte ich die einfach Also, umdrehen. die hat da so hingepasst. Also das Buch ist jetzt übrig. So. Ja, ich check das Buch erstmal ein. Hier, guck mal, auf der Akte steht hier auch was. Die Akte und der Schraubenschlüssel ist irgendwas zu bedeuten. Und hier ist auch ein Bild mit einem Ja, Schlüssel. hinter der Akte war der diese Karte. Ah, okay. Was mit dem Schraubenschlüssel? Das Stromrätsel hat hier noch nicht funktioniert, Den oder was? Lüftungsschacht brauchen wir. Ich glaube, da brauchen wir noch was für. Ja, hier, vielleicht den Schraubenschlüssel. Ich habe ein Bild gefunden, das muss bestimmt da auch hin. Die Lampe hat sie doch. Oh, doch nicht? Ja, ich weiß auch nicht, aber stell da. Lass mal dahin. Komisch. Ich war meiner Meinung, das ist halt ein bisschen so eingerastet. Ach, Meine keine Ahnung. Güte, ist aber jetzt gerade ein bisschen nervig. Something is blocking the vent. Irgendwas blockiert Lüftungsschacht. den Lüftungsschacht, genau. I need to get in there and see what it is. Also das irgendwo in den Lüftungsschacht hauen Ich oder? sollte damit. Ja, warte mal, in der Stube war doch irgendwo. Ne, hier war doch sowas. Hier. Aha. Oho. Ja, jetzt habe ich das Teil, was fehlte. Das da fehlte. Was hast du denn hier weitergemacht? So. Ah, guck Zack. mal. Windows-System, okay. Error. Please enter used drive to load operation system. Haben wir irgendwo ein USB? Ich hab noch nichts. Nichts gefunden. Wie Disketten irgendwie einstecken. Hier lag vorhin einer. Naja, dann hätte die aber auch ein Schlüsselsymbol gehabt, Brauche oder? USB-Stick, ja. Ach Gott. Oh. Please enter USB drive to load operation system. User 1975. Ist in der Kiste vielleicht eingeben? Ja, mach mal. Steht das denn? User steht das oben. Ganz oben. Das ist der Stick. Ja. Da oben rein. Geil. Lol. Was Press eins zu Run. Enter Window or Press Keyboard to unlock Cabin. Was? Oh, guck mal hier. Da ist die Fernbedienung. Was machen wir mit dir? Weiß ich nicht. Musst du irgendwie die Lautstärke auf gerade Nummern stellen? Kannst du deine Lautstärke einstellen? Gott, weiß ich gar nicht, kann man das? Da gab es Warte. so ein Buch, was man machen soll. Ach, Ach, da das muss das hin. Ah, okay. hat jemand das Buch? Ja, ich hab das Buch. Warte, ich hol den Rest. Hey, da habe ich doch versucht, das hinzustellen. Wo war denn jetzt dieser Raum? Hä? Ach, jetzt rastet der ein. Und nun, was hast du da drin? Den nächsten Schlüssel. Okay. Was? Okay. Hier. Okay. Dachboden. Oh. Jetzt können wir raus, was? Sind wir auf dem Okay. Dachboden. Markus, ich habe hier noch was für dich. Ich schmeiß das mal hier in die Mitte hin.
Was denn? Alter! Arschle. Diese dampfende Kerzen. Und, hier ist ein Dreierschloss. Wir hätten schon was eröffnet. Ich hab das Bild zusammen gemacht. Ja, irgendwas ist passiert, aber keine Ahnung. Ich werde mal einfach wahllos Sachen gelöst. Ja, Entschuldigung, das lag da. Ich hab's gut zusammengepuzzelt. Ach, da. Ein Hut. Ja, ein Hut mit einem Four Briefcase. 716 für die Briefkasten. Hier gibt's eine Uhrzeit. Weiß nicht, ob die Uhrzeit was aussagt. Das sagt die Uhr da immer. Das ist so eine Deko-Uhr. Ich glaube, die kann man nicht ändern. Ich hab einen Hammer gefunden. So, ich habe hier einen Kruzifix in der Kiste rausgeholt. Ja, warte mal, Kruzifix, warte. Hier hinten? Ja, guck mal da, genau. Schädel. Wow, alles klar. Hallo. Was zur Hölle? Das, ich glaube, das linke Auge. Da hast du Schlüssel drin. Oh, Tatsache. Man kriegt den nicht raus. Kann man den einschlagen? Der geht nicht raus. Das ist ein heilig, keine Ahnung. Lol. Jetzt müssen wir den irgendwie rauskriegen, okay. Hier sind Flaschen. Hier ist ein Zebra. Yo! Ich hatte Angst vor dem Zebra. Markus, mach den Wookie. Das ist so geil. Das hört sich wirklich so an, ey. Ey, ohne Scheiß. Scheiße, Alter, was soll man denn hier machen, Jungs? Und Mädels? Ich weiß es nicht. Müssen wir den Ducktape in die Fresse schmieren? Wie kriegen wir den Schlüssel? Nicht, dass das verkackt. Hä? Oh. Aha. Irgendjemand ist rausgegangen oder was? Geh mal runter. Gibt's unten noch was? Ach, oh Gott. Der, die flüchten wollten. Aber der hat lilane Augen. The key. Das ist ein Nagel. War jetzt bei mir hängen geblieben. Tür hier ist offen. Was denn jetzt? Verbindung wird wieder hergestellt. Ja, war grad. Ja, die Schelle geht nicht. Ach, na toll. Seid ihr eingesperrt? Die Tür ist zugegangen. Nein. Hier ist eine Hand. I didn't mean to kill the them. Ich wollte sie nicht umbringen. Zu dunkel. Oh, guck mal, Fernseher. Fire will reveal the gateway. Den Ausgang. Hier ist ein Kreuz. Gibt's hier irgendwas zahlenmäßig? Hier, ich kann dieses Gemälde hier anzünden. Behind you. Behind hier you? Hier ist gerade eine Tür. Hier ist eine Tür hinter uns rausgekommen. Was ist denn hier? Lol. Was zur Hölle? Da ist nix auf dem Boden. Ja, nu? Was ist das? Vielleicht muss eine Markierung, muss man uns hinstellen? Ach, was geht denn hier ab? Wo sind wir denn jetzt hier, verdammte Scheiße? Im Leichenkeller. Ich hab erstmal Licht angemacht. Oh, was? Oben? Ach, hier sind drei Leichen. Joe Woods, Frank Smith und Unbekannt. 8.30 Uhr ist irgendwer. Ich hab einen Zettel für einen C. Warte, 8.30 Uhr? Oh nein, das ist wieder so ein Rate-Ding-Spiel hier. 30 Minuten after open. Er ist 2.15 Uhr. Ich habe einen Schlüssel gefunden an der Markierung draußen. Oh, das ist jetzt hier wieder, ja. Ich benutze den Schlüssel an der Kiste hier.
Oh, ich habe ein Ich Auge habe einige gefunden. Gegenstände gefunden. Ein blaues Auge habe ich. Ich habe das blaue Auge hier in den Typ hier eingesetzt. Achso, damit man die erkennt. Der eine hat eine Brille, da müssen wir, und der andere hat hier Schuhe an. Die Hinweise stehen hier an der Tafel, wahrscheinlich. Oh Gott, was ist Man könnte hier? den allen einen Zettel am C machen. Ich mach's jetzt einfach mal frei Schnauze. Ja. Achso, wer ist oder was? Achso, 2:15 Uhr, das ist denn Frank Miss. Der Unbekannte. Ja, ist der Unbekannte? Man kann Steht, den stand da ein Name drauf auf dem Zettel? Hüter aufsetzen. Auf einer Pinnwand. Um 20:30 Uhr. 8. Def. Ach Ja, so. ich habe zumindest etliche Objekte aus Miami gebracht. Ob die richtig sind, weiß ich nicht. So, ja, wir müssen wer was, wie mit was umgebracht wurde anscheinend. Hier ist ein Schwert in der Kiste noch gewesen. Ja, die Hinweise stehen hier an der Und Pinnwand welche einen Hut irgendwie. er getragen hat. Hat noch jemand einen Hut übrig? Nee. Ja, ich habe hier einen Hut, aber ich konnte keinen aufsetzen. Ich leg den mal hier hin auf den Tisch. Ja, das ist ja kein richtiger Mensch mit. Der lag da. Nur mit Hinweissymbol dran, mit Schlüssel. Ach Die so, anderen kann man schön. nicht aufsetzen, denke ich mal. Ne, nimmt er nicht an. Ist Müll. Kann man direkt in die Tonne schmeißen hier. Ach, passt nicht, fällt nicht rein. So, wo ist denn jetzt der Hinweiskram hier an der Wand? Jetzt kann ich mir das auch mal angucken. Denk Denke ich dran, wir mal. sollen morgen John anrufen. Um 2 Uhr nachmittags. Die Nummer ist Oh, ich mag. 333-5842192. Ah, ich mag so eine Rätsel nicht. So, Joe Woods tot durch eine Klinge Frontallappen. Kriminell, ja, 30 Minuten after open. Wann macht das Ding hier offen? Auf, da stand doch draußen an der Tür. Um 8 und schließt um 5 abends. Also, um 8:30 Uhr ist Ofen 1. Joe Woods mit einem Messer. Dann ist er hier bestimmt Joe 8:30 Uhr. Woods. Ich habe für 8:30 Uhr jetzt mit dem Messer gemacht. Ja, Ofen 1, 8:30 Uhr. Joe Woods mit einer Klinge frontal. Ja, haben wir. Noch was? Mr. Woods was wearing a black hat. Genau, er hat noch einen schwarzen Hut getragen. Ach so. Kriegt er? Dann sollte die erste Leiche fertig sein. Ja. So, der zweite Ofen. Frank Smith. Blunt Force Trauma. Also schweres Schädeltrauma oder was? Schweres Ja, Schlagtrauma. so ja hat er. 2:15 Uhr. Ja, gleich. Und blaue, also Brille und blaues Basecap. Passt. Okay. So, und der letzte ist unbekannt. Ja, aber hier haben wir noch die Schippe. Die hat noch ein Schlüsselsymbol dran. Ofen 2 ist richtig, Ofen 1 ist noch nicht richtig. Ja, Ofen 1 muss noch was falsch sein, siehst du? Fehlt dann da das Auge? Ach, Augen habe ich jetzt ja auch nicht geklotzt. Ich hatte noch keine Augen bisher. Ich habe ein UV-Licht gefunden in dem Ofen 2. Kannst du nicht mehr rausnehmen. Was ist denn jetzt hier falsch? Warte mal, Ofen 3. Bekannter, unbekannt. Todesursache, unbekannt. Es, Patient appeared on the more table, ja, am Seziertisch, ja, at random, Patient hat, was, Prosthet, ein Mensch hier, eine Prothesenauge. Der dritte hat Prothesenauge. Ja. Ja. And pain singing comes from its vicinity. Keine Ahnung, was das heißt. Da fehlt uns einfach noch ein Gegenstand. Vicinity. Nähe, also
Paint. Irgendwie eine Ummacht kam aus seiner Nähe. Ich glaube, wenn der erste auch noch falsch sein soll. Aber hat einen schwarzen Hut. Blade to Frontal Lobe. Das große Messer vielleicht? Ich habe hier noch ein Schwert. Ja, aber ist doch kein Schlüssel dran, oder? Ist kein Schlüsselobjekt, ja. Was ist damit aber das? Och, in dem Moment, wo ich das Schwert loswerden wollte. Ich kann das Messer auch ja nicht in den dritten Rind stopfen. Ist die Uhrzeit richtig mit 8:30 Uhr? Jetzt hab's auch schon geändert, aber es hat keinen Unterschied gemacht. Acht neun. Die Schaufel war da bloß von draußen ausgraben, oder nicht? Ja. Dann brauchen wir die bestimmt nicht mehr. Ach so, ich hab hier was mit der Lampe. Code 666. Ich hab hier die UV-Lampe aus Ofen 2 anwenden können. Ja, aber wo soll man die denn hinmachen? Den Code? Wir haben doch hier nichts. Haben wir ein Telefon? Wieso ist denn jetzt der Ausgang hier so? Ja. Für zurück? Behind you. Guck mal, da war ein Auge. Hä? Zählt das? Nö. Ne. Ach, wir kommen jetzt. Ach so, okay. Ich finde es halt sehr, sehr merkwürdig, dass hier mittendrin, während du nicht weiterkommst, auf einmal zurück kannst und wieder nicht zurück. Weil hier ist doch jetzt auch nichts. Nee, hier ist auch nichts mehr. Der hat halt eine 2 am C, ja, und? Erstes, zweite Opfer da. Hier konnte man jetzt auch nichts aufmachen, nee. Doch, hier, deswegen. Ja. Warte, 6. Das war doch eben offen. 6. Nee. Da ist ein Schlüssel. Bedroom K. Ja, kommst du hier wieder raus oder was? Ja. Ich häng fest. Ich kann hier nicht mehr in die Küche. Ah, guck mal, hier geht's weiter. Ja, hier ist ein farbiger, Ach so. Was ist das erste? Welche Farbe? Gelb. Gelb ist 5. Ja, wie kommst du drauf? Na, das sind die Skelette mit den Augen. Ach so, dein Lieder? Nee. Das ist eine 9. Und blau ist die 2. Ja, jetzt habe ich Front Door Key. Aber wo geht's denn hinten hin? Na, Exit. Tada! Ja, das war auch nicht schlecht. Ja, das stimmt. Fand auch wenn man kurz ein bisschen hing. Ich fand ein paar Mal, ja, das war aber doller hing, fand ich. Also, ja. Weil die Uhr da drinnen, ohne Hinweis irgendwie auf die Uhr. Ich habe zumindest nichts gefunden. Doch, die Uhr, du meinst mit dem Spielzeugkiste zum Beispiel, da hing doch genau die Uhr, die wie die da stand. War doch als Bild. Genau da drüben. Ich laufe nochmal zurück, das würde ich mir angucken. Ja, ich hab schon überlegt, ob vielleicht die Uhr, aber ich. Ja, hätte es mal gemacht. Naja. Ja, aber da komme ich auch nicht mehr lang. Ja, hier wird wahrscheinlich was eingestürzt werden soll. Also sollte was einstürzen, dass man hier nicht mehr lang kann. Hier ist blockiert. Na gut. Licht. Licht. Ja, hell, weiß. Gut, dann haben wir ein bisschen was geschafft. Versucht's mal selber ein paar Rätsel zu machen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.